Fano, du kommst gerade von der Autogrammstunde. Ich denke mal, momentan nach dem Spiel in Stuttgart macht so eine Autogrammstunde ein bisschen mehr Spaß, oder? Ja, natürlich. Wir sind natürlich auch froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, noch gedreht haben. Und dann so ein Bonbon dann zu nehmen mit Autogrammstunde macht natürlich Spaß. Der FCK hat derzeit 34 Punkte. Was glaubst du, wie viele Punkte sind noch nötig, um die Klasse sicher zu halten? Also ich weiß nicht, wie viele nötig sind, aber unser Ziel ist natürlich, die 40-Punkte-Marke zu knacken. Und wie gesagt, dann 2 Siege und dann wären wir auf jeden Fall in der Klasse. Jetzt kommt der erste FC Nürnberg auf den Betze. An das Hinspiel hast du, glaube ich, gute und schlechte Erinnerungen. Du hast einen tollen Pass gespielt vor dem Tor. Wir haben das Spiel gewonnen, aber du hast noch eine rote Karte bekommen. Was bleibt letztendlich dann von so einem Spiel hängen? Ja, ich denke mal, man muss den Erfolg der Mannschaft dann in Betracht ziehen, dass wir dann 3 Punkte geholt haben, gutes Spiel abgeliefert haben. Und wollen wir jetzt natürlich anknüpfen und mit einem Sieg mit der Kulisse dann auch im Rücken gegen guten Gegner dann auch gut zu spielen. Du sprichst es an, einen guten Gegner. Der Club ist auf dem Weg Richtung UEFA Cup Platz. Was für eine Partie erwartest du? Ja, ich denke, dass wir auch ein bisschen vorsichtig sind jetzt auch hier auf dem Betzenberg. Also nicht so offensiv, denke ich mal, rangehen an die Sache. Und es wird ein offenes Spiel. Ich denke, wir sind auch spielerisch eine gute Mannschaft.